absoluter Genussmensch. Die Qualität ist unser wichtigstes Ziel. Für mich ist die Qualität die Basis des Lebens. Australien, Neuseeland, Südafrika. Und 1990 bin ich dann nach Hause und habe dann den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Und seitdem werke ich. Bin dann auf diesen Hügel gekommen und es war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe mich allen Himmelsrichtungen gedreht, habe den See gesehen, ich habe die Weingärten gesehen, ich habe die Sonne aufgehen, ich habe sie untergehen gesehen und ich habe eine Ganselhaut gekriegt und habe gesagt, da möchte ich herbauen. Wir leben nach Tradition, wir stehen zu unserer Tradition, haben eine moderne Technik, dass wir uns arbeitstechnisch leichter tun, aber im Prinzip machen wir das genauso wie vor 100 Jahren. Wir schauen das Wichtige, dass die Traube, die vom Weingarten kommt, genauso in die Flasche gefüllt wird. Ohne irgendwelche Zusätze, sondern einfach die Traube, so wie sie kommt, in die Flasche. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist auch die Qualität. Wenn die im Weingarten nicht stimmt, kannst du im Keller noch so moderne Technik haben. Das nutzt dir überhaupt nichts. Mittlerweile haben wir in Rust 20 Hektar Weingärten und in Jois auch um die 20 Hektar Weingärten. Also Jois ist für uns auch wichtig für manche Sorten wie Pinot Noir, manche Sorten wie die Rieslinge, die Welschrieslinge, die hier am Hügel, am Schieferböden die optimale Frucht und Intensität bekommen. Also das ist wirklich eine Individualität. Durch diesen Stein, durch diesen Schiefer hat man so eine schöne Mineralik, die haut man normal nirgends. Und das ist wunderschön in Jois. Also es werden alle Arbeiten mit der Hand oder sehr viele mit der Hand erledigt. Natürlich ziehen wir unsere Pflüge durch die Weingärten nicht selber, sondern mit einem Traktor, das ist klar. Also maschinell, was wir machen können, machen wir natürlich mit einem Traktor. Aber sonst machen wir alles mit der Hand, sehr vieles mit der Hand. Im Weingarten bedarf es wirklich eine Menge Handarbeit und an dem muss man richtig hart arbeiten. Das ist sehr wichtig. Und man kann durch die harte, schwere Arbeit im Keller, kann man natürlich brutal, also im Weingarten kann man natürlich brutal viel erreichen. Die Arbeitsgänge sind so, dass wir mal ein Grundstück analysieren, das heißt Bodenanalyse zu machen, Klimaanalyse, Lagenanalyse. Dann wird das Grundstück vorbereitet, da werden zwei Jahre mal grundsätzlich nichts angepflanzt, sondern andere Alternativen, dass der Boden auch Nährstoffe bekommt. Es wird am Quadratmeter geschaut, wie viel Regenwürmer sind da, ist der Boden gesund. Und dann anschließend wird das vorbereitet, nach zwei Jahren wird es vorbereitet zum Setzen, dann kommen Setzlinge rein. Es wird auch vorher geprüft, welche Sorten, welche Unterlagen. Und danach werden die Setzlinge gesetzt. Wir rechnen aus, wie viele Pflanzen wir im Hektar setzen wollen. Und dann anschließend wird dann gewartet. Also es wird der Drahtrahmen, es wird alles aufgebaut und dann anschließend dauert es noch 3 bis 4 Jahre, meistens bis zu 5 Jahren, dauert das Ganze, bis die kleine Rebe zum Weinstock wird und dann der Weinstock diese Trauben bringt, auch von der Qualität, die wir haben wollen. Und dann anschließend wird es gelesen, die Trauben werden per Hand gelesen im Weingarten, nochmal ausselektioniert, kommen hier rein, werden gewogen, werden analysiert und dann anschließend nochmal selektioniert. Um Förderband und dann werden die Weißen gerebelt und gepresst und dann kommen die schon zur Vergärung in die ganzen Behältnisse. Die Roten
werden dann gerebelt und die Maische kommt dann in den Tank, wo sie dann vergärt, dass wir aus den Farbkörnern, die in der Bernhard drin sind, praktisch die Farbkörner brechen und diese Farbkörner aus der Traubenbärenhaut rauskriegen und so hat man dann Rotwein. Die Vergärung findet auf der Maische statt. Barrikkeller ist natürlich, so wie es auch sagt, das Wort ist ein Keller, wo Barrikfässer gelagert wird. Bei einer optimal stabilen Temperatur. Die Temperatur soll zwischen 15 und 17 Grad sein. Und hier lagern die Weine in diesen kleinen Eichenfässer. Barrique ist ein Eichenfass, 25 bis 300 Liter groß. Der Riesenvorteil an diesen Barrique-Fässern ist nicht wie fälschlich geglaubt, dass einfach der Holzton angenommen wird. Das ist ein Fehler. Wichtig ist die Mikrooxidation, die das Fass mit dem Wein macht. Das ist ein kleines Fass oder eine riesengroße Oberfläche und da drin werden Weine gelagert. Sie reifen schneller, die Tannine werden harmonischer und weicher durch diese Mikrooxidation. Also Weine, die sperrig hart von den Tanninen sind, werden in diesem Eichenfass werden die harmonisch weich und samtig. Export ist ein sehr wichtiges Thema für uns, 40%. Das ist beinahe die Hälfte, aber 60% unserer Produktion ist in Österreich und das ist die Basis. Österreich ist für uns ein sehr wichtiger Teil. Österreicher haben zu uns geholfen, wir sind schlecht gegangen, sind. Wir werden das wirklich immer als das Wichtigste, den wichtigsten Teil. Von Österreich streut sich alles auf die ganze Welt. Momentan haben wir eine Produktion von 800.000 Flaschen. Diese 800.000 Flaschen verkaufen wir auf der ganzen Welt. Also wir füllen in der Stunde ca. 2.500 Flaschen. Das ist ein Edelstahlbehälter. Edelstahl wird auch in der Milchtechnik verwendet. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist das Beste, um Weine auch so zu lassen, wie die Weine sind. Die ganzen Tanks sind vernetzt, dass wir auch kontrollieren können. Wir können kühlen, wir können heizen, wir können den Gärvorgang analysieren, wir können pH-Werte messen, wir können verschiedene Sachen messen. Natürlich ist ein Kontrollieren des Produktes optimal. Wir bieten unseren Kunden ganz wichtig die Möglichkeit, ihre Weine ab Hof abzuholen, die Weine zu kosten, die Qualität zu prüfen. Wir bieten einen Top-Service von der Verkostungstechnik her, total Information. Wir bieten auch Seminare, wir machen grundsätzlich auch Führungen. Das ist sehr wichtig, die Leute sollen unseren Betrieb kennenlernen, so wie er ist. Wir sind ja transparent. Wir zeigen alles her, wir haben keine Probleme, wir fangen im Weingarten an, gehen dann in den Keller, es wird alles erklärt, auf Fragen eingegangen, plus wir machen auch Seminare, wir machen Seminare hier in diesem Seminarraum für Endverbraucher und Gastronomie, plus wir vermieten auch die Location für Vorstandssitzungen, Kundenmotivationen und Incentives.
Und Lebensgefühl ist ein sehr wichtiges Gefühl. Wein ist ja nicht nur meine Arbeitstätigkeit, sondern grundsätzlich sehr wichtig. Es ist Hobby, es ist Leben, es ist Basis meines Lebens. Und da gehört für mich alles dazu. Wein gehört gelebt. Ein Kunst, ein Kulturgut als solches, die Veränderungen immer zu analysieren, Essen und Wein, Leben mit Wein, also es ist ein wunderschönes Gefühl, es ist genau das, was man immer schon erträumt hat. Ich wollte immer was machen, wo ich mich wirklich total damit auseinandersetzen kann, und es ist viel besser geworden, wie man das je vorgestellt habe.